So, da sind wir auch wieder. Oh Mist, jetzt habe ich vergessen, den Timer zu starten. Na ja, gut, bisschen mehr, egal. Die Fälle waren wir. Tag 2, Tag 1 hatten wir alles fertig, die Autonomen. Ja gut, fangen wir oben an. Ich würde gerne diesen Alligator mal ausprobieren. Ja, der gefällt mir nämlich damals gestern bei diesem Test. Den fand ich recht gut. Für euch ist es wahrscheinlich gestern, für mich ist es eben gerade. Fahrstreifen mit verschiedenen Fahrzeugen. Manche Einsätze bekommst du nur angeboten, wenn du ein bestimmtes Fahrzeug fährst. Okay. Ach so, das kann sein. Ich bekomme das jetzt gar nicht. Weil bei Burning Wheels war da ja immer so ein rotes Fähnchen. Neben dem Autonamen. Ben, Semja, kommen Sie bitte kurz in mein Büro. Unsere Chefin klingt dort irgendwie streng. Ab heute wird auch die Autobahnpolizei in Bereitschaft versetzt, um den Ablauf der Wirtschaftskonferenz zu sichern. Die örtliche Polizei hat zwar Protestaktionen und Demos eingeplant, es hat sich aber inzwischen herausgestellt, dass wohl deutlich mehr Konferenzgegner als erwartet kommen. Wie können wir ohne Vorbereitung eingebunden werden? Es gibt vermehrt Hinweise, dass sich in der ganzen Stadt Autonome versammeln. Jetzt schon? Die Weltwirtschaftskonferenz ist doch erst in ein paar Tagen. Noch ist es zu keinen Ausschreitungen gekommen, aber wir sollten vorsorgen. Fahren Sie in Frage kommende Gebiete ab und protokollieren Sie, wo sich die Autonomen aufhalten. Alle Streifenwagen haben diese Anweisung. Die Daten werden gesammelt, um festzustellen, inwieweit die polizeilichen Maßnahmen verstärkt werden müssen. Geht klar. Inwieweit? Das Wort habe ich auch noch nie gehört. Okay. Frame-Einbruch noch gar nicht. Sehr schön. Hast du gut gemacht, PC. Aber bevor wir jetzt hier groß losfahren, ich finde, man sollte Videos entspannt gucken und ich finde, dass die Sprachausgabe dazu immer noch zu laut ist, weil ich erschrecke mich, der verstande gerade Big Brother. Ja, okay. Naja, egal. Gut, dann wollen wir uns auf den Weg machen, diese ganzen Stellen zu überprüfen. 4 Minuten mal dafür Zeit. Mal den Kreisel. Schaden ist Wurst, Sachschaden aber nicht. Ja gut, da müssen wir hier Uffbase, wie der Hesse sage. So, hier sind schon mal Autonome. Ach so. Ja, ich dachte gerade, der Pfeil zeigt da rechts hoch. Okay. Wieder rechts. Das Heck so ein bisschen rutschen zu lassen, dass man hier so schön den Drift kommt, ist bei einem Spiel relativ schwierig. Muss man mal die Handbremse zu Aber ich kann betätigen. hier kein Lager entdecken. Achso, die sagen bei jedem Wegpunkt etwas. Muss ich mich darauf gefasst machen, dass ich da nichts sage. Ach, hier rechts geht hoch. Okay. Ist das gerade die Kirche im Spiel oder ist es die Kirche bei mir im Ort? Jetzt höre ich keine Kirche mehr. Jetzt höre ich generell keine Kirche mehr. Jetzt höre ich sie wieder. Jetzt muss ich mal kurz warten. Wie viel Uhr ist es denn? Nee, das kann nicht sein. Das kann keine Kirche sein. Das ist die Kirche im Spiel. Weil wenn mir jetzt jemand in die Kommentare schreibt, ich höre keine Kirche, weil ich am Ende der Aufnahme eigentlich immer noch ein bisschen lauter mache, wobei ich Nichts los. Sound jetzt habe ich schon wieder verpasst. Ich verschlafen, dass der aufhören sollte zu reden. Wobei ich den Ingame-Sound eigentlich immer noch ein bisschen leiser mache und meine Stimme ein bisschen lauter. Das hier, da ist doch die Kirche, ja. Mann, Mann, Mann. Hier haben sich die Autonomen einen schönen Platz ausgesucht. Bei mir im Ort ist die Kirche ca. 20 Meter von mir entfernt. Dann hört man das morgens immer schön läuten. Bei um 3:30 kann man nicht mehr von morgens reden. Das ist die Kirche im Spiel, ganz sicher. So, hier einfach gerade drüber. Okay, rote Ampel habe ich nicht gesehen. Ach, verdammt, jetzt war nur von dem einen. Oh, so ein Mist. Die Dinger geben keinen Sachschaden, ist schon mal gut zu wissen. Wenn ich mein eigenes Auto kaputt fahre, gibt es auch Sachschaden. Ist wunderbar. Jetzt hier Uffbase. So. Jetzt wieder Uffbase, dass ich nichts sage. Noch ein Lager. Sieht friedlich aus. Blöde Auto.
los hier? Das ist schwierig. Weil ich mach das Ding mal so an. Ja, ja, mach doch nur Lichthupe. Der wollte nach links, fährt nach rechts. Okay. Hier links. Steht überall. Mann, wo die überall herkommen! Voll krass, gell? So. Drei Wegpunkte. Schön dick fett Werbung für Kaspersky. Obwohl ich auch selbst Kaspersky-Nutzer bin. Ah. Die Gegend ist ruhig. Ja. Jetzt läuft uns die Zeit davon. Na super. Ich glaube nicht mehr, dass wir hier an die 5 Sterne kommen. Bei 4 müssen schon drin sein, denke ich mal. Puh. 25 Sekunden Zeit. Das kann nicht sein, dass wir jetzt hier verkacken. Und jedes Mal 25 Sekunden kriegen, wenn wir das hier kriegen. Dann haben wir hier vielleicht auch nur 1-2 Sterne. Sachschaden haben schon 3. Oh Mann. Keine Ameisen. Ja gut, 300 Meter, das kriegen wir wohl hin. Oh nein, jetzt habe ich mich verfahren. Jetzt werden wir das schlechteste Ergebnis wahrscheinlich haben. 10 Sekunden Zeit, ja, aufwachen! Boah. Ach, jetzt habe ich wieder auf den gedrückt. So, jetzt hier rechts. Hör auf, go! Haben wir genug? Denke schon. Lass uns die Daten abliefern. Ein Sachschaden zumindest schon. Oh Mann, 2,5. Schnell weiter. Will keiner sehen. Was ist jetzt? Ich bin ein Auto, ich muss raus. Verdammt, was war das denn? Einer der Wagen, der gerade an uns vorbei ist, hat was aus dem Fenster geworfen. Da ist nur ein. Bei der Entzündung Auto kann es keine Zigarette gewesen Horst. Sein. Nee, ich tippe auf eine Brandbombe. Hinterher. Na, die Jungs ziehen wir mal ganz schnell aus dem Verkehr. Ja, sehe ich auch so. Jetzt hab ich hier gleich. Ah, hammergeil, jetzt hab ich hier die Waffe gezogen. Ja, aufkommen. Gib Gas. Der zieht ja fort. Mann. Ach, die Kölner Polizei hier. So, auf. Boah. Auf! Ich muss schießen, ihr komischen. Ja! 12 Schüsse, Alter, das ist doch nicht normal. So, hier anvisieren. 10, 11. Kannst jetzt nachladen, oder was? Ja. Zentrale für Cobra 11? Wo brennt es? Hier, wir haben Autonome gestoppt, die Brandsitze aus dem Wagen geworfen haben. Schickt ein paar Wagen, um sie abzuholen! Sind gleich unterwegs. Meine Güte, wenn die Typen so weitermachen, das wird noch eine lustige Konferenz. Ja, das ist ja so. Die hätten sie besser auf irgendeinem Pazifik-Atoll veranstaltet. Ja, okay, erfolgreich. Gegner zerstören? Was? Hä? Schnell und langsam. Kurz und lang. Okay. Tankstelle am Kino haben wir als Stelle freigeschaltet. Tag 2, Frühstück mit Charlie. Ich würde gern wieder mit dem Teil fahren, das Auto gefällt mir, auch wenn das so komisch in den Kurven ist, aber das ist schön groß. Könnte ein bisschen wendiger sein, aber wenn es einer durch in die Quere kommt, dann verliert man nicht so viel Speed. Ja, auf, mach. Ich möchte den Zuschauern was anderes präsentieren, außer Ladebildschirm. Ja gut, dann halten wir da doch gleich. Ja. Semir, Ben, Sie wollten mich sprechen? Ja, Chefin, gestern haben wir Infos bekommen, dass in der Tuner-Szene 2 Typen aufgekreuzt sind, die nicht sauber sind. Semir, das klingt mir etwas vage. Details? Die 2 Typen tragen Waffen bei sich und verhalten sich nicht wie alle anderen Tuner. Die Namen haben wir gecheckt, kein Eintrag. Aber der Waffenbesitz ist nicht gemeldet. Keine Temposünden, noch nicht mal falsch geparkt. Aber ihre Meldeadressen haben sich in den letzten 2 Wochen 4-mal geändert. Und Sie sehen hier Handlungsbedarf? Ja, Chefin, weil ich auch unserer Quelle vertraue. Ich weiß ja nicht, wer Ihre Quelle ist, aber im Moment sehe ich nicht mehr als eine Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes. Wie ist Ihre Meinung, Ben?
Ich stimme mit Simi überein. Und es geht sicher um mehr als den Waffenbesitz. Angenommen, Ihre Ahnung stimmt. Haben Sie auch schon einen Plan? Ja, wir werden Mitglied im Tuner-Club und sehen uns dort um. Unser alter Freund Hartmut von der KTU hat mal ausgemusterte Dienstwagen aufgemotzt. Die Wagen stellt uns zur Verfügung. Da streichelt sein Tuner-Ego. Meinetwegen. Aber ich möchte, dass Sie andere Fälle vorrangig bearbeiten, die eindeutig in unser Aufgabengebiet fallen. Chefin, das versteht sich doch von selbst. Mit so einem Auto würde ich doch gerne fahren. Hoffentlich hat unser Hartmut da was Schönes zusammengebastelt. Also haben wir doch Tuner-Club jetzt gestartet. Na, scheißegal, es scheint ein bisschen interessanter zu sein. Oh, wenn ich mal gleich den Auspuff angucke. Ja, komm. Du scheinst Mike ja wirklich zu vertrauen. Mike ist nicht so schräg, wie du denkst. Wie lange kennst du ihn schon? Mike ist eigentlich Polizeibeamter, hat aber schon vor einigen Jahren den Dienst quittiert. Es war ihm alles zu bürokratisch. Und dann hat er einen Dienstunfall, den er nie ganz weggesteckt hat. Mike war Polizist? Ja, er hätte unsere Laufbahn eingeschlagen. Im Grunde ist er auch ein ganz guter Typ. Hat halt ein bisschen Pech gehabt. Jetzt verstehe ich auch, dass du ihm vertraust. Ich dachte immer, es geht nur um seine Knöllchen. Seine Delikte lasse ich aus den Akten fallen, wenn ich mir damit keine Probleme einhandle. Oh, die Karre ist genial. Lässt sich streichelzart wie Kurven fahren. Man behält die Kontrolle wunderbar drüber. Bremsen sind so wie bei allen Wagen, braucht ziemlich lang bis zum Stehen kommen, reicht aber aus. Alter, dieser Zeitdruck, der macht mich fertig. Weil wir sind ja fast da. Arsch. Oh oh. Na ja, gut, da steht ein Auto, das hätte uns aufgehalten. Ja, also so nennt man perfekt geparkt. Komplette 5 Sterne. Wir würden gern bei euch mitmachen. Können wir uns hier anmelden? Wir betreiben hier aber keine Schrauberworkshops. Unser Club ist hauptsächlich ein Treffpunkt. Wir organisieren Rennen für Amateure auf offiziellen Rennstrecken. Wissen wir alles schon? Kennt ihr Leute, die Mitglied sind? Den Tipp haben wir von einem befreundeten Imbissbudenbesitzer, bei dem die Jungs oft rumhängen. Okay, dann füllt die Anmeldebögen aus und ich sag den Jungs Bescheid, die gerade da sind. Bescheid? Bei uns ist es Brauch, dass es ein Mitglied-Willkommen-Rennen gibt. Ein schöner Brauch. Wir sind schon in den Startlöchern. Na dann. Hier rechts, das ist Band mit dem hier SYBS. Ach, hier nix Nitro. Naja, dann. Oh, die ziehen aber ganz schön weg hier, die Kollegen. Das ist echt der Wahnsinn. Hier wäre jetzt wahrscheinlich eine Ideallinie gewesen, oder wie muss ich das verstehen? Ja. Ihr Vollidioten. Scheiße. Ja, bin ich wieder letzter. Wie viel muss ich denn werden, oder ist das scheißegal? Auf! Die ziehen ja weg wie sonst was, das gibt's doch gar nicht. Für Amateure, sag mal. Ich bin doch kein Amateur. Ich bin ein Anfänger! Warm, Junge! Scheiße. So ein Dreck. Ja, so B, auf, komm, fahrt weg. Ja, tschüss, bis nächstes Jahr. Kaspersky. Ja, da war, glaube ich, auch eine Testversion von Kaspersky Internet Security Dingelskirchen 2010 drauf. Irgendwie sowas habe ich da bei der Installation gelesen. Ja, komm, Ben, wer du letzter gefällt mir besser. Bürger. Vorne der 911er. Ziehen wir da weg. Der blaue fährt dieselbe Karre wie wir, nur ist ein bisschen schneller. Mensch, Hartmut, hättest du mir was an der Leistung gemacht? Weil das Handling... Ah, Dritter muss ich werden. Weil das Handling schon echt geil ist. Ich finde das Geschwindigkeitsgefühl bei dem Spiel nicht so gut übermittelt. Man sieht immer, wie die Autos so komisch langgezogen werden durch das Bild. Das zeigt einem durch das Bild ein bisschen da, aber immer so, wie ich mehr auf das Auto gucke. So ein bisschen mehr auf die Reifen. Ich starre eigentlich mehr so aufs Nummerschild da so in die Ecke hin und kriege nichts von der Geschwindigkeit, so wenn ich mir nur wenn ich so an den Bildschirm angucke, dann merkt man das so ein bisschen, wenn man so 2-3 Sekunden nebenhin guckt. Aber sonst, ja gut, muss dazu sagen, das Spiel ist schon ein bisschen älter. Ich finde, die Grafik hat sich im Gegensatz zum Vorgänger verschlechtert. Wahrscheinlich ist es doch nicht, dass man irgendwo sparen muss. Dafür haben sie
dem Schießen eingeführt. Ich bin mal gespannt, wie die Alarm für Cobra 11 undercover wird. Jetzt ist ja egal, jetzt ist unser Timer abgelaufen. Da können wir jetzt mal drauf scheißen, gibt es jetzt heute einen längeren Part. Scheißegal. Wenn sich mal hier hinter mich schieben würde, dann wären wir hier beide, hätten wir hier irgendwas gerissen. Ich weiß zwar nur noch nicht für was. Dieses Mitgliedswillkommenrennen jetzt. Macht schon mal ab, Leder Jaguar, oder was das darstellen soll. Ich verstehe mich. Fort mit dir. So. Hammer's. Schönen Rückspiel. Nee, Hammer nicht. Nee, egal, wie ist der Erste? Nee. Aber ich zieh den weg. Zieh dem schon mal weg. So, jetzt in der Kurve gucken, dass er hinter mir bleibt. Nee, du bleibst hinter mir, Junge. Ich mag das nicht, wenn man so Parts mitten im Rennen oder gerade wenn irgendwas mitten im Gange ist, beendet. Da den Cut setzt, das ist ein bisschen doof. Jetzt. Mann, ey. Das ist der Wahnsinn. Geht mir auf die Eier. Jetzt mach dich doch mal ab. Lass andere mal da fahren. Ich habe gerade überlegt, ob ich den ausbremsen soll, aber die Idee wieder verworfen. Oh, jetzt hast du mich total verbremst. Scheiße. Nein. Bleib hinter mir, du Spacken. So. Wo ist dein Bett? Ist der hängt immer noch da hinten oder was? Ja, okay, lass ihn wegziehen. Aber irgendwie kommt er doch nicht so schnell weg. Vier Runden. Okay. Die sind schon ein bisschen besser, die Kerle hier. Ich rutsche mal weg. Ah, nein, nein, nein. Ah, sag mal. Junge, Alter, was ist mit dir kaputt? Naja, okay. So, fort. Hat Art vor. Kann ich nicht lesen oder konnte ich nicht lesen. Ei, komm. Du kannst nicht, Minion. Immer noch dritte Runde. Alter, wie lang ist denn die Strecke hier? Das ist ja der Wahnsinn. 2 Minuten brauchen wir fast für eine Runde. Und dann können wir uns hier fast auf einen 20-minütigen Part einstellen. Oh, dann quält sich mein Rechner beim Hochladen wieder so ab. Stempel mit dieser verdreckten Internetleitung. Wobei jetzt hier, glaube ich, auf 16.000 Megabit aufgerüstet wurde, oder wie man das bezeichnen will. Ich meine, wir hätten 16K. Ja. So, jetzt ungefähr noch 50 Sekunden rennen. Würde ich jetzt mal so schätzen ungefähr. Ich finde, die Strecke zieht sich schon in die Länge. Wobei sich eigentlich in Grenzen hält. Ich glaube, ich bügel das jetzt eigentlich nur ein, weil ich meinen Part jetzt hier gefühlsmäßig eine halbe Stunde überziehe. So 30 Minuten. Part ist schon ätzend. Wobei ich das Gefühl hatte, dass bei YouTube die Uploads auch schneller gehen. Ja, okay, jetzt
müssen sofort... Hallo, ich bin Gregor. Aber mich nennen alle Cracker. Willkommen im Club. Wie heißt ihr? Ich bin Sebastian. Werd aber auch nur Bastian gerufen. Ich heiße eigentlich Suleiman. Das konnte sich aber noch nie jemand merken, also kannst du mich Seemann nennen. Okay, Bastian und Seemann. Euer Rennen war verdammt nicht schlecht für den Anfang. Habt ihr das schon öfter gemacht? Ja, naja. Wir fahren ab und zu mal gegeneinander. Verstehe. Morgen startet das Clubturnier. Ihr könnt euch noch fix anmelden und dann offizielle Rennen fahren. Okay, wir sind dabei. Das heißt, das war inoffiziell. Die Anmeldung. Okay, Fall abgeschlossen. Sportwagen sehen wir. Sport Cobra 11 Ring. Yeah. Was dieser Fall da bedeutet, keine Ahnung. Tag 2, 13 Uhr. Okay. Nee, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.